So, hallo Freunde, nach Christian Schimmer, der Partner, Beziehungscoach, Psychologe. Wir haben hier unsere legendäre 28% Aktion. 28% am, ja, nicht mehr ganz 28. August, 31 mittlerweile. Bei 28 Grad, stimmt auch nicht ganz, eher so gefühlte 37 Grad. Bis Sonntag noch fast alle meine Online-Kurse. Ich habe auch nochmal ein spezielles Zusatzpaket für den Traumakurs mit kleinem Tee reingelegt. Und ja, kommen gerade frisch vom Rasenmähen hier, hast du mal alles machen muss, Wahnsinn. Ja, wir haben wieder eine Dating-Frage. Und wir gehen hier mal durch. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, so haben wir schon ganz viele Fragen heute beantwortet. Welcher Kurs ist für mich der richtige? Fragt uns gerne, schreibt uns unter dem Video oder über Instagram oder supportiveliebische.de und so weiter. So, hallo Christian, vielen Dank, dass es möglich ist, Fragen zu stellen. Ich verfolge deinen YouTube-Kanal und finde ihn als große Bereicherung und sehr lehrreich. Ich hatte eine toxische Beziehungserfahrung mit einem Bindungsängstler. Immer wenn einer von uns, also auch er, Gefühle zeigte, hat er alles abgebrochen. Das ging 2 Jahre so. Da ich blind war und voller Hoffnung, also viel zu lange. Sicher habe ich auch meine Päckchen zu tragen, dass ich das hier so mitgemacht habe. Nun habe ich eine tolle Person kennengelernt. Sehr wertschätzend, hübsch und reflektiert. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir jemanden, der sagt, er hat einen Bindungsängster vorher gedatet, ne? Also vielleicht bist du ein bisschen pluspolig. So, was kann jetzt passieren beim Dating? Also darauf muss man jetzt wirklich, und das ist komischerweise unglaublich schwer, deswegen mittlerweile sage ich schon, macht meine Kurse so 5-mal so, ne? Weil manchmal einem so von außen ist das so leicht zu sehen, aber es fallen da manchmal so die banalsten Dinge nicht auf, die man so macht. Und das ist wirklich echt eine abgefahrene Geschichte. Also sehr wertschätzend, hübsch und reflektiert. Leider hatten wir zu viel Kommunikation, glaube ich. Direkt in der ersten Woche habe ich ihn 2-mal nach einem Treffen gefragt und es hat nicht gepasst. Ich glaube, es war zu viel, Fragezeichen. Also, erstmal, ich weiß, das sehen viele anders. Das kann auch jeder sehen, wer will. Mir ist das völlig Latte. Die Frau fragt nicht nach einem Date so, ne? Also, warum? Weil, das sage ich immer wieder, könnt ihr wirklich in zig Videos nachgucken. Ich sage immer das Gleiche. Man zieht damit bindungsängstliche Männer an, so, ne? Weil, ja, also man sucht zielgerichtet die Männer raus, die man erst zum Daten tragen muss, anstatt die zu daten, die gleich Bock drauf haben. Das sage ich auch immer wieder. Macht euch das scheiß Dating einfach. Datet Menschen, die richtig Bock auf euch haben, ne? Die, ja, über den Gartenzaun springen würden für euch, die, was weiß ich, sagen, ja, klar, date ich dich. Aber es ist ja das Verrückte. Wir suchen in so einem Wiederholungszwang immer den gleichen Scheiß wieder, ne? Das hast du vorher schon, die Bindungsängster gedatet. Und jetzt suchst du, also ich verstehe das absolut, du suchst jetzt zielsicher mit deinem Liebeschip-Kompass suchst du wieder genau den gleichen Scheiß aus. Jemand, der dich nicht will. Und das ist doch, ist eigentlich verrückt. Ja, wir machen immer das Gleiche, ne? Deswegen so wichtig, die Kurse zu machen. Weil scheint einem jetzt vielleicht so völlig klar zu sein, wenn man jetzt diese Mail hört, aber wenn man selber drin steckt, ist es man ja genauso. Und das ist ja das Problem. Ne? Eigentlich sind ja fast alle Mails, die ich kriege, sind so, dass man, wenn man nicht selber drin hängt, ist es eigentlich, ja, kann man relativ schnell auf die Idee kommen, so, ne? Und ich sage immer wieder, macht euch das Dating einfach, wenn jemand keine Zeit hat. Dann fragt er nicht nochmal, sondern dann sagt, ja, ey, wenn du Bock hast, dann melde dich. Und in dem Moment ist diese Person vergessen. Egal, wie gut sie aussah. Das spielt alles keine Rolle. Das ist auch ein Fehler, der hier gemacht wird. Typischer Dating-Fehler. Ich finde jemanden so richtig gut und dann frage ich ihn nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und das können, glaube ich, fast alle bestätigen, die mal gedatet haben. Wenn einem das alles nicht so wichtig ist, wenn einem auch der Ausgang egal ist, und das kann man alles üben, dann ist man viel besser beim Daten, ne? Während wenn man so, ach, der muss es jetzt sein, und ja, es kann sein, ich weiß jetzt die Umstände nicht, dass das als zu niedrig rüberkam, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil du hast ihn einmal gefragt und dann war's das. Du gehst da nicht nochmal hin, ja, weiß ich nicht, hast du jetzt eventuell Lust, mich zu daten? Also solltest du so ein Mindset haben von, dass es eine absolute fucking Ehre ist, dich zu daten, und jemand, der das niederschlägt, dass der wirklich bescheuert sein muss, und den fragst du natürlich nicht normal, ne? Jetzt natürlich kann mal jemand, weiß ich nicht, alle Zehner müssen entfernt werden, plötzlich
Außerirdischen haben den Ortsteil übernommen von der Person, keine Ahnung, Bombensprengung im Haus bei dem, ja, vielleicht kann mal jemand nicht. Und dann ist aber derjenige, der, dann ist derjenige dran, der das Date niedergeschlagen hat, egal warum, wenn er sagt, ja, ich habe hier, weiß ich nicht, Covid und Magen-Darm-Grippe und weiß ich nicht. Knicks den Spreizfuß zusammen irgendwie, dann muss der eben sagen, ja, und oder du musst das sagen, ja, melde dich, wenn du wieder gesund bist. Und dann weißt du auch automatisch, ob derjenige Bock hat oder nicht, weil entweder er meldet sich oder nicht. Aber wir wollen das immer, wenn wir jemanden unbedingt haben wollen, was an sich schon so ein bisschen pluspolig ist, so manchmal, dann, ja, dann weiß ich nicht. Wir wollen es einfach nicht wahrhaben, dass uns jemand, dass dann jemand vielleicht nicht will, so, ne? Aber das. Da muss man wirklich den Kopf einschalten, ne? Habe ich verkackt? Ja, was heißt verkackt? Vielleicht steht er einfach nicht auf dich. Also, das sind alles Sachen, die spielen keine Rolle. Habe ich verkackt? Also, man liest hier zwischen den Zeilen so 1000 Fragen. Bin ich gut genug? Bin ich begehrenswert genug? Es spielt keine Rolle. Also, das ist eine Hilfe von Universum, wenn euch jemand ablehnt, weil das Universum sagt, hey, das wäre nichts draus geworden, so, ne? Und da darf man jetzt kein Selbstwertding draus machen. Ne? Ich weiß, das ist schwierig, gerade beim Daten. Ich verstehe das auch total. Aber ich würde da mal so eine Haltung rangehen. Ja, ich, selbst wenn du jetzt sagst, Christian, der keine Ahnung, mit seinen 35 Jahren, natürlich, wir Frauen heutzutage, wir fragen nach einem Date. Ja, okay, so, dann hast du jetzt deinen Fuß ins Wasser gehalten, du hast nach dem Date gefragt, der hat gesagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, mal gucken wir heute, ob heute Bielefeld gegen Rosenheim Fußball spielt oder so, mal sehen, die dritte Mannschaft, wollte ich mir vielleicht angucken, also im Endeffekt, es spielt alles, das ist ja meine ganze Lehre in meinen Kursen, deswegen, das ist ganz viel gesunder Menschenverstand, einfach das ganz simpel, nicht überlegen, warum und was ist denn jetzt und ach, jetzt denke ich mir noch eine ganz tolle SMS aus. Und dann will er bestimmt mit mir ausgehen. Nee, das wollen wir alles gar nicht. Es ist ganz einfach halten. Also meinetwegen, wenn du unbedingt willst, fragst du, ja, wollen wir einen Wein trinken gehen? Er sagt, nee, also, oder wollen wir daten oder was weiß ich. Nee, weiß ich nicht, kein Bock. Ja, wenn du mal Lust hast, melde dich. Fertig, das war's. Und dann würde ich auch sagen, innerlich abhaken. Fertig, ne? Wie kann ich aus der Unsicherheit raus? Das ist alles, guck dir gerne auch mal einen Verlustangstkurs an oder Modul 1 und Programmierungsliebeschips. Das ist alles, ja, beim Daten ist man unsicher. Das ist ganz normal, weil man hängt so seine Wünsche raus und das ist nicht schön so, ne? Aber gerade deswegen, das wird ja immer schlimmer, wenn du jemanden 10-mal fragst, ne? Also, ja, dann bist du eben unsicher. Du hast ihn einmal, aber so unsicher warst du jetzt auch nicht. Du hast ihn einmal gefragt, er will nicht, fertig. Ja. Und wenn er will, wird er sich schon melden. Wie kann ich mir aufhören, zu viele Gedanken zu machen und auch zu stalken, was der andere macht? Alter, geht's noch wirklich? Das ist so richtig Pluspoligkeit, dieses, was macht er jetzt? Oh, er will mich nicht. Das ist, also und so zieht man diese Bindungsängste an. Er will mich nicht. Ich guck mal, was sein WhatsApp-Status macht. Oh, da ist er auf einer Grillparty, das ist alles Selbstquälerei, komplett unnötig, würde ich im Leben nicht machen, ne? Meint ihr von Frauen, die ich irgendwann mal gedatet habe, da gucke ich mir irgendwie einen WhatsApp-Status an oder so? Nein, die sind aus meinem Leben raus und fertig. Wofür? Der Drops ist gelutscht, ist gegessen und fertig. Und da wird nicht gestalkt und was macht und vor allen Dingen noch mit Leuten, die dich gerade abgesagt haben, oh, was macht der jetzt? Und dann. Ach, warum ist er denn plötzlich auf einer Feier und wieso geht er mit mir nicht? Also damit kann man sich das ganze Leben wirklich madig machen, so, ne? Und wie gesagt, das alles, was du hier beschreibst, also wenn du den jetzt daten wirst, hätte ich schon wieder Angst, dass vielleicht habt ihr das vorher auch, dass du schon wieder so in Liebessucht gehst, ne? So, was macht er jetzt? Und ach, und nee, und guck mal, jetzt hat er so aus dem Badezimmer gepostet und wie so sein Badezimmer aussieht, dann ist man in diesem Fantasiemodus und ein bisschen in der Liebessucht. Und das wollen wir hier
Bei mir nicht. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse. Wenn ihr auch hier Fragen habt, kannst du über ein Formular auf liebeschiff.de anstoßen. Unterstützt gerne meinen Kanal mit, ich vergesse das immer wieder, gucken immer noch die Hälfte, auch du bist gemeint, die Hälfte ohne ein Abo. Also jetzt auf den Abo-Knopf drücken, ich will endlich meine 50.000 Follower haben. Drück jetzt auf den Abo-Knopf. Oder wenn du sagst, Mensch, Hemmschieber mit seinem kostenlosen Content, dem lasse ich meine Kanalmitgliedschaft da zum Supporten machen. Viele, vielen Dank dafür. Oder mal, was weiß ich, lasse mir ein 2,99 Euro Like da. Also nicht, dass ich dafür jetzt reich werde, aber das ist gut für den Algorithmus. Oder auch ein Dislike, selbst ein Dislike ist gut für den Algorithmus. Also lasst mir irgendwas da, meinen Kanal zu unterstützen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.